Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Es geht weiter mit unserer Serie Godlock 2021 und wir schauen uns sofort an, welches Modul heute dran ist. Dafür öffnen wir die App Godlock. Wir sind im Bereich Family und ich hätte jetzt gesagt, wir arbeiten uns von oben nach unten durch, sodass eigentlich Wonderland dran wäre. Allerdings habe ich jetzt wirklich mehrfach die Anfrage bekommen, wann denn Nice Catch dran ist, beziehungsweise ob ich überhaupt Nice Catch abdecke und auch vorstelle, sodass ich sage, wir machen heute Nice Catch und in den anderen Videos gucken wir uns dann Wonderland und den Rest an. Ne? Also, Nice Catch. Symbol zeigt ein Fragezeichen und eine Hand packt dieses Fragezeichen. Wir gehen in die App und gucken uns den Aufbau an. Der ist wirklich simpel, da braucht ihr keine Angst zu haben. Wir haben hier halt mehrere Zeilen, die wir aktivieren bzw. deaktivieren können. Und im Großen und Ganzen geht es bei diesem Modul darum, zu erkennen, welche Apps sorgen dafür, dass das Gerät eingeschaltet wird, beziehungsweise das Display eingeschaltet wird, dass eine Benachrichtigung kommt, dass das Gerät vibriert und sonst was. Wir sehen es hier, denn die erste Zeile sagt es bereits, Vibration History, das heißt, wenn ich da draufklicke, also man kann es natürlich aktivieren bzw. deaktivieren, und wenn ich jetzt hier draufklicke, sehe ich eine Riesenliste der letzten 7 Tage. Das ist jetzt eine Liste voller Apps, die dazu geführt haben, dass das Gerät vibriert. Na, jetzt sehe ich es und dann gucke ich mir das Ganze an. Und jetzt seht ihr schon, wie oft hier OneFootball das Gerät zum Vibrieren gebracht hat. Und wenn es jetzt noch öfter vorkommen sollte, beziehungsweise wenn es noch eine App geben sollte, die so oft das Gerät zum Vibrieren bringt, wie jetzt zum Beispiel eBay Kleinanzeigen, ne, kann ich hingehen und sagen, okay, ich möchte in den Benachrichtigungseinstellungen, dass OneFootball bei einer Benachrichtigung das Gerät nicht mehr zum Vibrieren bringt, denn ihr wisst, jede Vibration sorgt dafür, dass der Akku ein bisschen weiter entleert wird. Selbst wenn die Einsparung gering ist, kann es doch eine Auswirkung haben, wenn es mehrere Apps machen. Da kann man wirklich dann auch Akku sparen. So. So viel zum Thema Vibration History. Dann würde ich sagen, kommen wir zum zweiten Punkt, beziehungsweise zur zweiten Zeile. Das ist der Ringer Mode History. Die ist leer. Wunderbar. So soll es sein. Da ist jetzt nichts. Ringer Mode heißt einfach nur, dass quasi, welche App hat dafür gesorgt, dass der Tonmodus geändert wird. Das heißt, von normalen Tonmodus auf lautlos oder sogar komplett stumm. Dann haben wir hier einen Call Mode History, der den Call Mode quasi verändert hat. Ist auch leer. Wunderbar. So muss es sein. Und damit sind wir zufrieden. Dann haben wir hier als nächste Zeile Toast History. Toast, ihr denkt wahrscheinlich jetzt alle an Toastbrot. Aber was sind denn Toasts? Toasts sind, das habe ich hier mal vorgegoogelt, das sind einfach aufploppende Benachrichtigungen, so wie hier. Ne, ihr habt hier quasi, ihr benutzt euer Smartphone und dann ploppt entweder hier was auf oder auf dem gesamten Display. Das sind Toast-Benachrichtigungen. Und dann gucken wir uns mal an, was alles, welche Apps solche Benachrichtigungen reingeschickt haben. Einmal hier Paketinstallation, das ist, ach ja, hier Geekbench 5 und 3DMark. Ist cool, dass quasi auch quasi spezifiziert wird, was genau das ist. Dann ganz oft hier Foto-Editor, wieder Android-System, Reminder. Reminder beispielsweise, da kommt eine Erinnerung und ihr könnt ja sagen, okay, ich habe es bemerkt, alles gut, oder erinnere mich in einer Stunde oder in 2 Stunden oder am nächsten Tag dran. Das sind alles so Toast-Benachrichtigungen und die könnt ihr auch hier kontrollieren, ne? Wie oft und wie viele Benachrichtigungen es dazu gibt. Dann Detect Commercials. Show a list of applications that displayed ads after unlocking your phone. Also, Werbung. Aha. Das kann ich ja kaum glauben, dass Apple Music hier Werbung schaltet. Da stimmt irgendwas nicht. Das dürfte nicht sein. YouTube Studio schaltet eigentlich auch keine Werbung. Das heißt, hier gibt es wahrscheinlich noch Optimierungsbedarf. Google Dienste Framework könnte sein. Bin ich mir jetzt, um ehrlich zu sein, unsicher. Könnte sein, muss nicht. Aber Apple Music definitiv nicht. So, dann Screen Wake-Up History. Aha, das sind jetzt wirklich Benachrichtigungen, die dafür sorgen, dass das Display eingeschaltet wird. Was eigentlich auch nicht so gut ist, denn ja,
Da verbraucht man auch viel Strom. Ich könnte ganz einfach über das Always-On-Display gehen und gut wär's. Also da sehen wir schon Android-Oberfläche, Android-System, ganz oft der Kalender. Uiuiui. Das muss ich nochmal beobachten, ob das wirklich so ist, dass der Kalender. Doch ist es so. Da wird wirklich das ganze Display eingeschaltet. Jetzt, wo man es sieht, fällt es einem auf. Und dann haben wir natürlich noch hier als letzten Punkt Setting Change History. Das heißt, welche App, dürfte eigentlich auch nicht sein, welche App, obwohl, wenn ich es jetzt so betrachte, könnte die App bzw. If This Then That oder auch Bixby Routines, die können ja Einstellungen vornehmen. Ne? Hier, da geht es ja darum, Changes at Settings, das heißt Einstellungsänderung, und vielleicht ploppt das ja hier auf, Android-System. Da sehen wir es, Do Not Disturb, Dark Mode, genau. Da haben wir es doch. Das sind so Einstellungsänderungen, die dann, die ich ja festgelegt habe, dass beispielsweise von Sonnenaufgang bis Untergang, und dann wird der Dark Mode ein- bzw. ausgeschaltet. Dann ist es absolut in Ordnung und alles ist gut. Ja, das ist jetzt nur Android-System, ständig im Wechsel. Ne? Das ist okay, das ist nichts Schlimmes. Und dann sind wir auch schon durch mit dieser App. Wie gesagt, es ist eine ganz, ganz simple App, die allerdings einiges aufdecken kann. Ich sage jetzt einfach mal so, dass mit Android 10 und Android 11 aktuell vieles besser geworden ist, aber in den Versionen davor, wie jetzt Android 6, 7, 8, da war es wirklich so, dass einige Apps das System einfach nur, ja, ich sag mal, verunstaltet haben und auch zu ganz, ganz geringen Akkulaufzeiten geführt haben, weil sie halt sehr, sehr viel, ja, im Hintergrund ausgeführt haben, was nicht direkt ersichtlich war für den Nutzer. Und mit dieser App kann man das halt wirklich sichtbar machen, transparent machen und sehen, welche App ist für was schuldig oder verantwortlich, und dann kann man das abstellen. Das war's zu diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht es gut, bleibt gesund und tschüss.